Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönisch. Ich möchte Ihnen heute das Buch Der Tag, an dem mein Meerschweinchen Kriminaloberkommissar wurde, von Brigitte Endres vorstellen. Es handelt sich hierbei um einen Kinderkrimi, der im Thienemann Verlag erschienen ist, 2015, für Kinder ab 8, 9, 10 Jahren. Es ist ein Hardcover, sieht man die Rückseite, mit ca. 240 Seiten. Kurz zur Plot. Es geht um Valentine, den Oberkommissar und den Meerschweinchen Buddy. Valentins Eltern sind Bestatter und der Laden, also das Bestattungsinstitut, liegt unterhalb der Wohnung. Und sie ist von klein auf an, also mit allen Geschehnissen um die Bestattung in Berührung gekommen. Und eines Tages fährt durch eine Verkettung verschiedener Umstände der Geist vom Kriminaloberkommissar Herr Kasimir in den Körper von ihrem Meerschweinchen Bulli. Und, Entschuldigung, das Delikate an der Geschichte und Ausgangspunkt für den Kinderkrimi ist, dass Herr Kasimir ermordet wurde und bisher niemand diesen Mord entdeckt hat. Und er möchte natürlich seine Ermordung aufklären und bittet Valentine darum, ihm zu helfen. Und die machen sich jetzt also auf die Suche nach dem Mörder. Wer die Geschichten von Brigitte Endres kennt, weiß, also das sind immer qualitätsvolle Geschichten, die machen einfach Spaß zum Lesen. Sie hat eine wundervolle Schreibe, die hineinsaugt in das Buch. Man ist sofort in der Geschichte drin und bewegt sich so als unsichtbarer Geist über die Handlung. Es macht einfach Spaß zu lesen, es wird nie langweilig. Und sie hat eine sehr gute Mischung zwischen zwischen Realität und ganz vielen Spannungsmomenten und witzigen Momenten. Das ist auch einfach eine Geschichte mit Verstand, mit Herz und Intelligenz und schon allein, wie sie die Figuren geschaffen hat, die sind einfach perfekt aufeinander abgestimmt, die sind rund. Das passt alles hinten und vorne gut zusammen. Es macht Spaß, das Buch zu lesen. Es wird nie langweilig und ja, es macht sogar am Ende eigentlich süchtig danach. Valentin ist eine kleine Überfliegerin, sehr intelligent, aber dafür etwas pummelig, man sieht es ja hier auf dem Cover und hat Locken und also krauses Haar und ganz dicke Brillengläser. Sie ist extrem kurzsichtig. Sagt selber, sie ist so kurzsichtig wie ein Maulwurf. Und die Kombination intelligent, Beruf der Eltern und nicht ganz so sozusagen schlanker Körperbau führt dazu, dass sie nur schwer mit ihren Mitschülern zurechtkommen und die mit ihr. Und sie ist da, hat da eigentlich gar keine großen Freunde außer ihrem Meerschweinchen. Und Herr Kasimir scheint auf den ersten Blick das Gegenteil zu sein. Also, aber doch haben sie vieles gemeinsam. Also, Herr Kasimir ist sehr penibel, sehr ordnungsliebend, hat bis zum Tod seiner Mutter mit ihr gemeinsam gewohnt in einer Wohnung, spießig, verlangt von Valentina, dass er gesiezt wird. Und aber auch er ist ein Außenseiter. Und ja, die zwei befreunden sich miteinander im Laufe ihrer Aufklärungsarbeit. Ich gebe eine kurze Leseprobe, damit Sie so einen Eindruck von dem Schreibstil bekommen. Und zwar ist die Stelle, an der Valentin entdeckt, dass Herr Kasimir in dem Körper ihres Meerschweinchen ist. Hallo, flüsterte ich. Sag mir, hörte ich die Stimme, sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich war zu perplex, um zu antworten. Ich bin kein Goldhamster. Die Stimme klang verzweifelt. Mir rannte der kalte Schweiß über die Stirn. Was war mit mir los? Und warum rannte Bulli wie ein Geisteskranker durch sein Käfig? Urplötzlich blitzte ein absurder Gedanke auf, den ich aber sofort wieder verwarf, weil er so aberwitzig war, dass mir Schizophrenie als das kleinere Übel vorkam. Bulli blieb am Gitter stehen, machte Menschen und pfiff erregt. Bist ein Goldhamster? Sagte die Stimme. Heraus mit der Sprache! Bist du das, Bulli? Stotterte ich. Bulle? Ich hasse es, Bulle genannt zu werden. Bulli, wiederholte ich. Bulli ist mein Meerschweinchen. Die Stimme schwieg. Bulli drehte sich einmal um die eigene Achse, dann sagte die Stimme.
Ein Meerschweinchen also. Auch nicht viel besser. Ich fühlte mich total umnebelt, so wie damals, als ich nach der Blinddarmoperation aus der Narkose aufwachte. Ich kletterte aus dem Bett und näherte mich mit bebenden Knien dem Käfig. Bulli, flüsterte ich, geht es dir gut? Das Meri kam ganz nah ans Gitter. Seine Barthaare zuckten, als stünden sie noch immer unter Strom. Verflixt und zugenäht, ich bin nicht Bulli, ich bin Kilian Kasimir, Oberkommissar Kasimir außer Dienst. Ermordet werden ist, weiß Gott, unangenehm genug, aber als Meerschweinchen wieder aufzuerstehen, ist wohl das Unangenehmste, was mir je passiert ist. Und glaub mir, ich habe in meinem Leben eine Menge Unangenehmes erlebt. Er schluckte und sah mich erneut im Zimmer um. Schätze, ich suchte damals unwillkürlich nach einem Geist, wie ich das schon so oft in Filmen gesehen hatte. Da erscheinen Verstorbene wie Projektionen, durchsichtig und nicht materiell, aber man kann ihnen ihre menschliche Gestalt trotzdem deutlich erkennen. Ich sah jeder Sache nur ein nervös mit den Barthaaren zuckendes Meerschweinchen vor mir. In meinem Kopf ratterten die Gedanken. Der Föhn, stammelte ich, der Stromschlag, ich stockte. Ein Stromschlag, wiederholte die Stimme in meinem Kopf. Würdest du mich bitte aufklären? Wie in Trance begann ich zu erzählen, wobei ich mir der Abwegigkeit der Situation vollkommen bewusst war. Ich redete mitten in der Nacht mit einem Mary. Als ich verstummte, schwieg Bulli, besser gesagt Herr Kasimir, was mir damals noch schwer fiel zu akzeptieren. So war das also, sagte er schließlich und lief hektisch im Käfig auf und ab. Mein brillanter Geist befindet sich demnach in der unwürdigen Hülle eines Nagetiers und kommuniziert aufgrund einer paranormalen Phänomens mit einer pubertierenden Göre. Mir stieg die Galle hoch, das Thema Pubertät reagierte ich ziemlich allergisch. Hey, ich bin fast 14 und du kannst froh sein, dass Bulli dir seinen kleinen Körper geopfert hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir per Du sind. Die Stimme in meinem Kopf klang verärgert. Sprich mich mit Oberkommissar Kasimir an oder wenigstens mit Herr Kasimir. Herr Kasimir, murmelte ich kopfschüttelnd. Schon besser, sagte Herr Kasimir rau. Da wir ja nun auf schicksalshafte Weise verbunden sind, sollten wir uns mit Respekt begegnen. Entschuldige mich für die Göre, aber meine Nerven liegen verständlicherweise blank. Also wie gesagt, das Buch wunderbar, witzig im Plot, im Erzählstil und es macht einfach Spaß, die 240 Seiten zu lesen. Es macht sogar süchtig, diese 240 Seiten zu lesen. Und eigentlich wünsche ich mir eine Fortsetzung von dieser Geschichte von Valentine und Herrn Kasimir. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Lektüre oder mit einem anderen Kinder- und Jugendbuch. Bis zum nächsten Mal. Ihre Wenke König.